Freunde, die Kacke scheint mal wieder anders am Dampfen zu sein, denn der gute alte böse Mann hat dem Amar47 geantwortet. Wenn ihr euch fragt, wer ist Amar47, er ist derjenige, der jetzt mittlerweile bei Sinan in den Streams neben ihm sitzt und zusammen auf Twitch live ist, der dem Sinan öffentlich mit seinem Gesicht Rücken gegeben hat und das hat dem böse Mann wohl nicht so gut gefallen und der Böse hat gegen ihn indirekt geschossen. Amar hat dieses Hinterfotzige, wie er selber sagt, nicht gefallen und hat dementsprechend darauf reagiert und gegen ihn geschossen. Nun hat sich endlich böse Mann zu diesen ganzen Vorwürfen und Beleidigungen geäußert, fordert wohl den Amar heraus zu einem Kampf. Wir gönnen uns das Ganze chronologisch auf entspannten zurücklehnenden Hasen und hier an der Stelle schon mal danke an jeden Einzelnen, der mir zum Geburtstag gratuliert, je nachdem wann ihr dieses Video hier sehen werdet. Ich denke mal, heute wird es erscheinen. Genau 4 Stunden nachdem ihr dieses Video hier seht, habe ich Geburtstag und werde endlich die runde Zahl erreicht haben. Und zwar 20. Nein, Spaß, nehmt das nochmal mal 2. Aber darum soll es hier gar nicht gehen. Nur Liebe und Glück geht raus an euch. Wirklich vielen Dank, dass ihr mich die letzten Jahre unterstützt habt. Und let's go! So. Und natürlich kommt jetzt der ein oder andere will mir hier einen Strick machen, ne, weil ich jetzt hier Props ausspreche für, aber ich spreche für den Song, ne, für die musikalische Leistung. Es geht um Bushido. Spreche ich hier Props aus, natürlich, ist ja ganz klar. Ja, ja, speziell gibt es ja den einen oder anderen, also da gibt es ja einen ganz bestimmten, der nennt sich ja Amar. Der Amar47. Behauptet jetzt irgendwelche Sachen. Ich möchte jetzt nicht das komplette Ding jetzt herholen, was er da behauptet, aber... Aber da wir ja das Ganze in voller Gänze erfahren wollen, ziehen wir uns rein, was der Amar behauptet hat. Lieber Bösemann, wie lange willst du noch so tun, als würdest du die ganze Zeit nicht auf mich schießen? Dein geliebter Bruder und Partner deiner Anti-Pedo-Zentrale, wie du es so schön immer nennst, hat dich doch jetzt gestern quasi, oder vor 4 Tagen, oder wann das Video war, was ich gesehen habe, quasi verpfiffen, ja? Indem er gesagt hat, dass du ihm privat geschrieben hast. Ich weiß das sowieso schon die ganze Zeit, ja? Ich sag dir ganz ehrlich, tatsächlich habe ich dich die ganze Zeit gemocht und wirklich gefeiert und auch allen Leuten immer gesagt, ey Leute, Bösemann ist privat ein super Typ, er ist ein schlauer Typ, er ist von der Straße, er ist so wie wir. Hab dich wirklich gemocht. Dann kam diese Geschichte, dass dir nicht gefallen hat, dass ich mit Sinan mich ins Live gesetzt habe. Ist ja schön und gut, ist deine Meinung. Kannst du auch gerne haben. Du hast dich distanziert oder beziehungsweise nicht zu mir geäußert. Du hast dich nicht geäußert wie ein Mann. Stark. Kein Problem. Du musst mit mir nichts zu tun haben, ich mit dir auch nicht. Das ist alles cool. Wir sind keine Brüder seit 20 Jahren. Aber feuerst die ganze Zeit mit deine Unterstützer, deine Leute, Habibi-Rapper, die mit dir da sitzen. Wen meinst du denn? Roost? Kannst du nicht meinen. Mock? Kannst du nicht meinen. Razi? Kannst du auch nicht meinen. Der ist ja nicht mehr mit ihm. Er hat sich ja auch distanziert. Wieso sagst du nicht Amar? Ich sag die ganze Zeit, Leute, wer was von mir will, sprech meinen Namen aus. Das passt nicht zu dir, böse Mann, ja? Du bist keiner, der Angst hat. Ich weiß das. Du bist auch von der Straße. Ich auch. Wir brauchen nicht darüber zu reden. Ja, man kann weder dir drohen, noch kann man mir drohen. Du stellst dich allem, ich stelle mich auch allem. Aber ich habe eine Frage, wenn du ein Problem mit mir hast und öffentlich auf mich schießt, dann sag entweder meinen Namen oder wenn du privat was von mir willst, dann ruf mich privat an. Du hast auch meine Telefonnummer, ja? Und du müsstest auch wissen. Und du müsstest auch wissen, dass auch ich kein Problem damit habe, mich, wenn jemand ein Problem mit mir hat, ihm zu stellen. Egal, Straße, Ring, Internet, egal. Ich bin ein Mann durch und durch. Ich mag diese Internetwelt nicht, aber ich kann mich auch im Internet jedem stellen, ja? Ich kann reden, ich kann kämpfen und viele andere Sachen auch. Aber ich sag mal so, ich will jetzt nicht so lange ausschweifen. Ich bin auf dem Weg, zu lange Videos zu machen gerade wieder. Wir machen das einfach ganz kurz. Wenn du wirklich nicht mich meinst, ja? Wenn du wirklich nicht mich meinst, dann vergiss, was ich jetzt gesagt habe. Aber wenn du mich meinst, dann fordere ich dich von Mann zu Mann auf, das zu sagen und klarzustellen. Stell es einfach klar. Sag, ey, ich will mit dir nichts zu tun haben, weil du mit Sinan bist, aber ich habe nicht auf dich geschossen, ja? Das bist du mir nämlich schuldig, weil wir waren korrekt miteinander. Wir haben Sachen miteinander gemacht. Wir haben geschäftliche Sachen miteinander gemacht, was hier keinen interessiert. Ihr werdet gleich die Antwort von Böse Mann auf all das hier hören. Wir haben gemeinsame Feinde gehabt, auf die wir geschossen haben, ja? Deswegen, ich will dein Freund gar nicht sein. Wer sich denkt, von mir zu distanzieren, Salam Aleikum, kein Problem. Aber dann sei auch der Mann, der du bist, ja? Und sag, ja, ich meine dich, ich meine dich. Das und das passt mir nicht, das und das gefällt mir nicht, das und das und keine Ahnung. Oder wenn du beleidigen willst, schieß, mach irgendwas, aber ich mag diese Hinterhältigkeiten nicht. Und ich sag das jetzt noch einmal für alle Leute. Ich habe mich positioniert, nicht versteckt im Schatten oder mit einer Maske oder hab Sinan fallen lassen wie andere Leute, ja? Ich hatte mit Sinan davor sowieso fast gar nichts zu tun. Das wissen die Wichtigsten, die das wissen müssen, der Rest interessiert mich nicht. Aber ich habe mich positioniert mit meinem Gesicht, ja? Ich bin ein Mensch, ich stelle mich
dahin mit meinem Gesicht, nicht viele andere, die keinen Arsch haben oder die jetzt auf einmal um die Ecke kommen wollen, ja. Jetzt, wo alles wieder ruhig ist, wo alles wieder sich gelegt hat, wollen diese Lutscher, ja, diese Lutscher jetzt wieder zurückrudern. Hier auch nochmal indirekte Disses, meiner Meinung nach in Richtung Gazi, der in seinen eigenen Stream meinte, ich habe nichts gegen Sinan, auf einmal urplötzlich, das gefällt einem Amar nicht, weil, wie er gerade selber so schön gesagt hat, er hat sich positioniert und mit seinem Gesicht nicht aus dem Schatten heraus. Ja, ne, er ist einer, der geht ins Internet, hat diese Eier und spielt nicht diese hinterhältigen Spielchen, die sehr, sehr viele da draußen spielen. Entweder hast du eine Meinung und stehst zu dieser Meinung und vertrittst die auch, oder du hast sie nicht. Wollen diese Lutscher zurückrudern, weil die jetzt einen Amar da sitzen sehen und Angst haben, dass ihr Arsch verloren geht. Ihr lächerlichen Witzfiguren. Aber egal, anderes Thema. Nochmal, ja, ich fordere jeden heraus. Ich fordere jeden auf und heraus. Das geht nicht für Fake-Accounts. Wenn du was von mir willst, ein allerletztes Mal sage ich das, dann sag einfach meinen Namen. Wenn du eine Story gegen mich machst, markier mich. Wenn du mich beleidigst, sag meinen Namen. Wenn du mir eine Ansage machst, sag meinen Namen. Wenn du mit mir kämpfen willst, sag meinen Namen. Wenn du dich mit mir auf der Straße treffen willst, sag meinen Namen. Wenn du mit mir im Boxring willst, sag meinen Namen. Wenn du mit mir ein Internet-Beef willst, sag meinen Namen. Wenn du mit mir eine Diskussion willst, sag meinen Namen. Aber noch eine Nachricht für die anderen Leute, die mir auch geschrieben haben, ey, wie kannst du, die korrekt geschrieben haben. Was habe ich gesagt? Ey, wenn ihr mit Respekt seid, ja, und anständig mit mir redet, fragt mich 1000 Fragen, ich werde sie alle beantworten, ja. Es gibt so viele Leute, die mir auch geschrieben haben, aus Verzweiflung, aus Verwirrung, aus Wut. Ich habe ganz normale Gespräche und Dialoge mit denen geführt, ja. Ich habe denen erklärt, viele haben danach gesagt, boah, Bruder, von der Seite habe ich das gar nicht gesehen. Subhanallah, und du hast eigentlich recht und so und so und so und mutig und stabil, dass du das machst. Mit mir kann man reden, aber mir kann man nicht ans Bein pissen. Deswegen noch einmal, wer was will, komm. Komm, wohin du willst, meld dich, frag irgendeinen, ey, du kennst doch Amar, kannst du mir seine Nummer geben? Ja, kann er, ja. Hört auf, mir auf den Sack zu gehen. Deswegen nochmal, böse Mann. Wenn du nicht mich meinst, zieh ich alles zurück. Ich bin ein Mann, der auch Sachen zurückziehen kann, ja. Es gibt nichts zu entschuldigen. Ich habe dich nicht beleidigt. Ich habe dich nur aufgefordert, mich aufzuklären. Aber ich ziehe das gerne zurück, wenn du nicht mich meinst. Aber wenn du mich meinst, dann sag, ich meine dich. Ruf mich an privat, ruf mich im Internet an. Schreib mir, mach mir eine Ansage, beleidige mich. Aber mach einfach, ja. Und der Rest fickt euch. Das war jetzt der harmlosere Part. Er hatte mehrere Stories geballert. In einer hat er auch gesagt, das geht an den Albaner und an den Mardelli. Damit meinte er böse Mann, Gazi. Das hier, was wir jetzt gesehen haben, das war direkt gerichtet an böse Mann. Das, was ich euch jetzt zeige, war dann seine letzte Botschaft an böse Mann, wo er den böse Mann auch noch verlinkt hatte. So, mein lieber böse Mann, es ist offiziell. Ich will mir zwar den Tag nicht verunsüßen, aber die eine Nachricht musst du noch bekommen. Für mich hast du offiziell fürs Internet und für die Klicks deine Männlichkeit abgegeben. Du tust einfach, als würdest du mich ignorieren, weil du dich nicht traust, gegen mich was zu sagen. Ja, ich habe so viel gegen dich in der Hand, aber ich werde dich nicht beleidigen und ich werde auch nichts auspacken, bis du dich traust, gegen mich was zu sagen. Ja, das ist meine letzte Nachricht. Ich habe dir eine Ansage gemacht. Ich habe dich zur Rede gestellt. Du hast nichts von beiden reagiert. Aber man sieht ja schon, wie du und Bushido gegenseitig euer Arsch legt. Zeigt ja jemanden, der am Anfang seiner Karriere nur auf Bushido geschossen hat und ihn runtergeredet hat und ihn als Beispiel für alle Lutscher-Versionen genommen hast. Jetzt bei ihm Arsch legst, zeigt genau, was du für ein Charakter bist. Wenn du dich traust, schieß gegen mich. Dann mache ich dich den Erdboden gleich, ja? Was meint er mit, dass er Bushido den Arsch legt? Ich habe da nicht großartig was mitgekriegt. Das Einzige, was ich auf TikTok gesehen habe, war ein Clip, wo böse Mann dem Bushido Props gegeben hat für den Diss-Track gegen Capital Bra. Und soweit ich weiß, hat er auch Beef mit Capital Bra. Vielleicht kam ihm das gerade gelegen. Und songtechnisch, sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Ihr wisst, ich habe auch kein gutes Verhältnis zu Bushido. Aber songtechnisch war es in Ordnung. Da kann man nichts gegen sagen. Es war jetzt nicht so überkrass, wie alle immer tun. Aber es war in Ordnung. Man konnte sich das geben. Hatte so ein bisschen dieses Leben und Tod des Kenneth Glöckler-Styles. Im Grunde genommen kann man ja für Musik jemandem Props geben. Auch wenn man diese Person zu 0% mag. Weil der komplette Charakter dieser Person einfach entgegengesetzt zu deinem eigenen ist. Nichtsdestotrotz, musiktechnisch, meiner Meinung nach, kann man Leuten schon Props geben, selbst wenn man den nicht mag. Sollte es darüber hinaus aber noch Props etc. gegeben haben, weil man sich denkt, der Feind meines Feindes ist mein Freund, irgendwie sowas. Naja. Ja, ich habe so viel gegen dich in der Hand, ich könnte dich jetzt durch den Dreck ziehen, aber mache ich nicht. Erst wenn du dich traust. Und kein Problem, Ende des Jahres sehen wir uns ja auf einer Veranstaltung. Dann reden wir nochmal persönlich, mein Freund, ja? Springen wir jetzt zurück zu Bösemann, seiner aktuellsten Antwort. Der fühlt sich angegriffen, er hat sich genau, fühlt sich das wollte ich dich jetzt fragen, ja. Inwiefern fühlt er sich angegriffen oder was will der überhaupt? Also ich verstehe es nicht. Guck mal, ich verstehe es selber nicht genau. Okay, ja. Okay. Er fühlt sich jetzt, pass auf, ich habe meinen Unmut kundgetan, was die Sache da mit dem Sinan G und so weiter angeht. Mhm. Und das ganze Ding, ich will das nicht alles, ich hab ja schon vor zwei oder drei Wochen habe ich ja gesagt, ja, bin raus aus dieser Bank. Das Ding ist durch. Für mich ist es durch. Aus, ja. Das, die Öffentlichkeit soll entscheiden, in welche Richtung es geht. Es ist nicht mehr meine Sache, es ist auch nicht mehr meine Aufgabe. Ja. Verstehst du? Es war auch noch nie meine Aufgabe. So, ich habe mich ausgesprochen,
Aber eigentlich habe ich die TikTok-Bubble gemeint, mhm, ja, mit den Sachen und speziell auch gewisse Leute. Ich werde hier keinen Namen nennen, so, das habe ich auch da nicht getan. Aber wenn ich einen Amar gemeint hätte, dann hätte ich mit Sicherheit Amar 47 gesagt. Ach so, in der Hinsicht fühlt er sich angesprochen jetzt. Er fühlt sich da jetzt angesprochen. Er hat meine Nummer, er hätte mich anrufen können ohne Probleme. Er hat auch sonst mich immer angerufen. Ich meine, ist ja klar, ich will jetzt auch nicht hier jetzt nicht hochheben oder sonst irgendwas. Aber Fakt ist, ich habe ja den Kampf zwischen ihm und Ayuni eingefädelt. Ich werde hier jetzt auch nicht ins Detail gehen oder hier Details oder sonst irgendwelche Sachen auspacken. Das sind auch, wie auch immer, das Ding, der Kampf ist zustande gekommen und so weiter und so fort. Alles schön und gut, kein Problem. Man hat sich die Hand gegeben, ist okay, die haben die Sache aus der Welt geschafft. Ja? Und somit war die Sache erledigt, eigentlich. Verstehst du, wie ich meine? Das heißt, mit anderen Worten, der Amal 47, wenn ich jetzt so einer wäre, würde ich jetzt sagen, ist das jetzt der Dank dafür? Ja? Ist das jetzt der Dank dafür? Ich weiß jetzt auch nicht, ob das auf seinen Mist gewachsen ist, dieser Angriff, oder ob das irgendwo, weiß ich nicht genau. Er hätte mich auf jeden Fall anrufen können und sagen können, Lako, wie sieht's aus? Was geht, Alter? Was läuft? Ne? Weil das letzte Telefonat, kann ich mich noch gut daran erinnern, da hat er mich angerufen, hat mich gefragt, ob ich Bock habe bei seinem, er hat so ein neues Format, ein Tag mit ..., das heißt, er hat das mit Manuelsen gemacht, mit das verschiedenen Leuten. So, genau, und wollte auch einen Tag mit mir verbringen. Okay, ich, für mein Ding, habe ihm abgesagt, weil ich mach da nicht mit bei sowas. Nicht bei ihm, das haben mich schon andere Leute gefragt. Da war schon Mazdak da, der Memo Rapcheck hat gefragt. Andere Leute, ja, ich einige, gesagt, stimmt, ja. Ich wollte schon des Öfteren dahin gehen. Jetzt, weil er mich gerade explizit erwähnt, ist auch schon was länger her. Will immer noch dahin gehen, einfach mit denen da ein bisschen chillen, vlogmäßig was aufnehmen. Er hat aber auch nie gesagt nein oder so. Nur um das hier nochmal klarzustellen. Der Fatou hatte mich auch des Öfteren eingeladen. Gastfreundlichkeit besteht auf jeden Fall. Warum er jetzt beim Amar für dieses einen Tag mit abgesagt hat, jetzt sagt er, er macht sowas nicht. Nicht mehr. Keine Ahnung. Vielleicht will er gar nicht zeigen, was da abgeht bei ihm im Leben. Weil er hält ja sein Privates relativ privat. Ich hab gesagt, nein, ist nicht meins. Ich muss nicht bei dem Scheiß mitmachen. Okay. Danke dir, kein Problem. Mach dein Ding, aber mach's ohne mich. So. Das war das Ding, was das war das letzte normale Gespräch. Genau, persönliche okay. Gespräch sozusagen. Wir haben auch davor eigentlich eine gesunde Konversation gehabt, so, ne? Ist so, ohne ja. Irgendwie Ding. Deswegen wundert es mich ein bisschen jetzt. Deswegen ist es auch sehr verwunderlich, genau. Okay. Aber du sagtest jetzt, das ist eventuell nicht auf seinem Mist. Möglicherweise, ja. Ich verstehe schon, ja. Er ist jetzt ein bisschen mehr aktiv, auch auf Twitch und so, aber... Ja, ob das jetzt was damit zu tun hat, weiß ich nicht. Ich kann nur vermuten, ne? Ich kann halt an der Stelle, kann ich anbieten, weil... Ach so, was meint er mit, ist nicht auf seinem Mist gewachsen? Weil Amar jetzt zusammen mit Sinan streamt, geht Bösemann davon aus, dass Sinan ihn quasi dazu angestachelt hätte, gegen Bösemann zu schießen. Er ist so der neue Rücken von ihm oder was genau will er damit implizieren, kann ich euch hier nicht genau sagen. Aber ich sage euch mal ganz kurz, was Bösemann meint mit er hat den und den zusammengebracht. Amar und Ayuni hatten ja Beef. Bösemann hat quasi zwischen den beiden geschlichtet und den Kampf organisiert. Das war in diesem Video. Was geht, Bösemann hier. Zu meiner Rechten Amar 47 und links von mir ist Ayuni. Der eine oder andere hat vielleicht das mitgekriegt, was damals in Oberhausen vor dem Boxkampf passiert ist. Das ist der... Kurze Zusammenfassung, damit wir uns nicht alles reinziehen müssen. Die sind aufeinander gestoßen in Oberhausen. Ich war auch dort vor Ort und die sind aneinander geraten. Es wäre fast in einer Massenschlägerei ausgeartet. Ist es aber nicht. Es konnten gemeinsame Freunde klären. Alles sehr, sehr verzwickt. Und am Ende des Tages kam es dann zum Kampf zwischen Amar und Ayuni. Hier nochmal ein kurzer Ausschnitt des Kampfes. Man merkt, wie die jetzt brennen, die beiden. Das sind nicht die Profiboxer. Nochmal. Oh! Langsam! Und die Rechte! Amar mit sofort! Naja, jetzt kennt ihr so ziemlich den kompletten Background. Ziehen wir uns mal weiter rein. Er sagt, er ist keiner aus dem Internet. Deswegen wundert mich, dass er jetzt ins Internet geht, hier Drohungen ausspricht, mich beleidigt und sonst irgendwas. Ja. Okay. Deswegen würde ich sagen, guck mal, das, was er ja vorhatte, ne, hierher zu kommen, mit mir einen Tag zu drehen, das, er kann sich den Weg hierher machen, kein Problem. Okay. Er kann sich hier mit mir treffen. Wir können uns hier, wir haben hier einen riesen Spielplatz, hier können wir uns austoben. Ne? Wir zwei können die Sache hier aus der Welt schaffen, ein für alle Mal. So wie es gehört, okay? Wenn er will, kann er das ins Internet stellen oder auch nicht, ist mir egal, juckt mich nicht. Aber wie gesagt, herzlich willkommen. Nicht ein Tag mit Bösemann, sondern ein Kampf mit Bösemann. Und lernen wir das Ding hier, so wie es gehört. Ich bin immer noch nach dem Motto, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ich habe da kein Problem damit. Genau. Okay, okay. Aber es ist nicht meine Aufgabe, erwachsenen Männern das Prinzip der Loyalität zu erklären. Wenn man das jetzt so hört, ist natürlich interessant. Ich würde das auch sehr, sehr gerne sehen. Ich würde auch sehr, sehr gerne selber live vor Ort sein, wenn die beiden sich treffen. Denn wie gesagt, ich habe ein gutes Verhältnis mit Bösemann. Ich habe ein gutes Verhältnis zu Amar. Amar hatte mich ja auch eingeladen zu seinem Kampf damals mit Ayuni. Dieses Foto ist direkt nach seinem Kampf entstanden. Was seine Beweggründe sind, dass er da neben dem Sinan sitzt, was seine Beweggründe sind, dass er da jetzt Beef mit Bösemann hat, das weiß ich alles nicht. Es interessiert mich auch nicht. Ich habe mit solchen Sachen nichts zu tun. Er meint, er hat sehr, sehr gute
gute Beweggründe. Ich selber habe ja auch quasi Beef mit Sinan, was aber durch Amar im Hintergrund ein wenig entschärft wurde. Er hat das ja alle mitgekriegt, er hat gegen mich geschossen in seinem Comeback-Stream. Ich habe ein Antwortvideo gemacht. Alles nicht ganz so schön, aber so ist das nun mal. Nicht jeder muss dieselbe Meinung haben und nicht jeder muss sich gleichgeschaltet verhalten. Und wenn die beiden ein Problem miteinander haben, Bösemann hat es jetzt angeboten, Amar hatte es auch schon angeboten, dann ist das doch das Beste, wenn die das im Ring mit Regeln fair klären. Vielleicht klären die es auch nicht ganz fair, sondern einfach auf der Straße, was immer noch irgendwo fair wäre. Aber bleibt abzuwarten, ob es tatsächlich dazu kommt oder nicht. Das sehe ich nicht als meine Aufgabe an. Da, wie gesagt, da wo er sich angegriffen gefühlt hat, das, ich gehe davon aus, dass es die Sache ist mit der Alten, ja, die jetzt hier Sachen geleakt hat und so weiter. Da, die wurde angegriffen von den TikTokern und so weiter. Okay. Und da habe ich eigentlich diese Bubble gemeint, sozusagen. Also wenn ich Amar gemeint hätte, dann hätte ich kein Problem damit, den Namen ich habe jeden Namen schon ausgesprochen. Okay. Und warum soll ich nicht diesen Namen aussprechen? Ist auch kein Problem. Ich habe auch den Amar genommen damals und habe den Ayuni genommen. Ayuni hier, Amar hier. Jungs, wie sieht's aus? Habt ihr Streit? Ja. Wollt ihr euch beefen? Ja. Wollt ihr euch prügeln? Ja. Alles klar. Ich krieg das gebacken. Wie ich fädel das sein? So, was? Es gibt hier keinen Grund, irgendwie hier irgendwelche Namen nicht oder irgendwelche Sachen nicht beim Namen zu nennen. Okay, ich verstehe. So, ganz einfach. Okay, weil der hat ja dieses Internet sozusagen erwähnt und das, was du ihm jetzt mitteilen willst, was ich jetzt verstehe, ist, lass mal das Internet beiseite, willst du ihm sagen, das, was er zu klären hat, kann er mit dir gerne persönlich machen. Er will mit mir was klären, ja, gerne. Was Bösemann damit sagen will, ist, lag weg, Mann, komm nach Stuttgart, wir müssen reden. Und mit reden meint er das hier. Nein, komm, hoffen wir mal, dass das Ganze friedlich vonstatten geht und wenn es zum körperlichen Einsatz kommen sollte, dann natürlich mit Regeln, vielleicht sogar im Boxen, vielleicht entsteht daraus sogar ein GMC-Event, wir wissen es nicht, bleibt wie gesagt alles noch abzuwarten. Genau, und fertig aus. Ja, fertig. Und dann werden wir auch sehen, um was es da geht oder was er will überhaupt, das ist so, wie ich das verstehe. Ja, wie auch immer, ich meine, das ist jetzt, guck mal, das Ding ist jetzt schon so fortgeschritten, okay, das ist schon Beleidigungen ausgesprochen worden, und es ist noch nicht unter die Gürtellinie gegangen, so, aber es ist schon so fortgeschritten, dass ich sagen würde, komm, lass uns die Sache hier wie Männer klären, okay? Nicht hier großes Trubel drumherum, nein. Geld verdienen an diesem Kampf wird keiner verdienen. So, das machen wir auch nicht, weil das ist jetzt hier keine Sache fürs Internet, okay? Keine Sache für den Profit, sag ich jetzt mal. Ja, hier geht es nicht ums Internet, ja? Hier geht es dann nicht ums Internet, genau. Wenn es nach mir ginge, lassen wir alles auf Seite. Wir treffen uns hier, okay. Handys aus, alles aus und dann klären wir das ganz einfach. Ja, dann ist es gesagt, richtig. Ja, Punkt aus. Genau, ganz einfach. Ja. Scheiße, ich denke gerade darüber nach. Noch 12 Stunden, wir haben jetzt 12 Uhr, noch 12 Stunden und ich bin einfach 40 und sitze hier und schaue mir sowas an. Yeah, Lebensziel erreicht. Ich küsse eure Herzen. Was sagt Ami? 99% da. Aber es macht schon Spaß. Wir Männer bleiben, keine Ahnung wie lange, aber sehr, sehr lange Kinder im Kopf. Weil ich sehe es ehrlich gesagt auch nicht ein. Weißt du? Weil irgendwelche Leute von da, vom Arsch der Welt, von was weiß ich, 600, 700 Kilometer, ja, komm, fangen an zu beleidigen. Komm hier hin, komm dahin. Ich bin kein Hund, Alter. Komm hier hin, komm dahin. Ich bin ein alter Mann. Habt mal Respekt vor dem alten Mann. Ja? Habt gut Respekt gesagt. Vor dem alten. Kommt auch dem alten ein bisschen entgegen. Stellt euch, kommt halt, ja, seid meine Gäste. Und dann, lass mal halt kurz knacken. Wie gesagt, Park schlägt sich, Pack verträgt sich. So. Und mehr will ich auch gar nicht mehr zu dieser Sache sagen. Genau, das wollte ich jetzt sagen. Also dieses Thema ist Internet für mich erledigt. Nein, genau. Nochmal, ich habe diesen Amar in keinster Form irgendwie angegriffen oder sonst irgendwas. Ich habe keinen Grund dafür. Wie gesagt, ich habe mich für ihn eingesetzt. Dass er einen guten Kampf, eine gute Show, ein gutes, das ganze Ding, das volle Programm bekommt. Genau. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass er einen Vorkampf kriegt. So einen Hauptkampf Manuelsen Bösemann. Weiß ich. Ja. Und deswegen habe ich keinen Grund hier irgendwie hintenrum oder irgendwie so falsch, so fotzenmäßig hintenrum irgendwelche Dinge zu machen. Das mache ich nicht. Ja. Da hätte er sich auf jeden Fall ein bisschen erkundigen sollen. Er hätte mich anrufen können, ja, anstatt dann im Nachhinein mich zu beleidigen im Internet und Drohungen auszusprechen oder sonst irgendwas. Ich halte sowieso nichts davon. Ja. Wenn jemand was vorhat, dann soll das machen und fertig. Wo das dann hinführt, das sieht man dann. Das zeigt sich dann. Okay. Wohin das dann alles geht, das wird sich dann zeigen. Genau. Aber ich würde sagen, um das Ding hier mal dem Ganzen hier mal so einen Riegel vorzuschieben. Heide, du wolltest sowieso herkommen, wolltest dir die Mühe machen. Heide Brüdung, herzlich willkommen. Wie gesagt, wir haben hier genug Platz, schließen hier die Türen zu und dann lassen wir es knacken und gut ist. Hi, hier kurz aus dem Schnitt. Amar hat mir diesbezüglich, was er dem Bösemann darauf zu antworten hat, eine Audio geschickt, die blende ich euch auch direkt ein. Bruder, ich küsse dein Herz. Der ist doch ein kleiner verlogener Junkie, ein kleiner Zuhälter. Bruder, was für Kampfansage. Ich bin der, der ihm alle Formen von Kämpfen angeboten hat. Der soll sich nicht mal wichtiger machen, als er ist. Der ist ein Wortverdreher, ein verheuchelter kleiner Lügner, aber kein Problem. Morgen packe ich die Sachen aus. Er hat schon längst irgendwas angenommen, ja, was ich ihm angeboten habe. Aber der ist ein kleiner Pisser, der sich verstecken will, weißt du? Aber kein Problem. Morgen muss ich das leider aufdecken ein bisschen. Kein Problem. Kommt morgen. Ich bin in meinen ganzen
Leben noch nicht von einem Kampf zur Seite gewichen. Ja? Der soll mir gar nicht einen auf cool oder einen auf hart machen. Der ist ein kleiner Lutscher, der nur Schauspiel macht. Nee, nicht. Kepler, du hast gesagt, was zu sagen ist. Richtig in dem Sinne. Und des Weiteren werden wir sehen auf jeden Fall. Ja, Freunde, und so viel dazu. Wir wissen nicht, wird es zum Kampf kommen, wird es nicht zum Kampf kommen. Wird Amar das Angebot annehmen oder nicht? Bin ich da eingeladen oder nicht? Wie gesagt, natürlich sehr, sehr gerne dabei. Es sei denn, es findet jetzt morgen und übermorgen statt, also dieses Wochenende. Da bin ich nicht da. Bin mit Familie unterwegs. Der 40. muss natürlich ausgiebig gefeiert werden. Was heißt bei uns gefeiert werden? Naja, mit den Kindern in irgendeinen Park gehen, Freizeitpark und eine schöne Zeit verbringen. Denn Familie ist für uns das Wichtigste und dass es den Kindern gut geht, hat Priorität Nummer 1. Naja, bei vielen anderen Menschen leider nicht. So viel meine Meinung zu der Thematik. Meine lieben Freunde da draußen, schreibt mir sehr gerne eure unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt clean, denkt immer daran. Auch wenn euch schlägt ein kleiner Mastak.